Hallo Guys und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren epischen Folge Crash Bandicoot 3 Warped. Im letzten Part haben wir die erste Welt abgeschlossen und jetzt machen wir die zweite Welt. LOL! Okay. Legen wir einfach los. Erstmal mit G-Witz. Da ist ja auch immer oben der Name, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Warum musst du uns denn immer ein Dorn im Auge sein? Hm? Was? Wo war ich? Tiny war ein guter Junge. Er hasste alles und jeden, aber er hatte trotzdem ein gutes Herz. Sei nächstes Mal netter zu meinen Handlangern. Okay, mach ich, Papa Gortex. Moment mal! Tiny war ein guter Junge. Tiny war ein guter Junge, Leute. Wieder ein geiles Mittelalter-Level. Kann man sich gönnen. Ah! Come on! Ja, okay, fuck it. Ich glaube, das erste Crash Bandicoot-System hatte sogar noch ein Pass. Also, das erste Crash Bandicoot-Spiel hatte, glaube ich, noch Passwörter zum Speichern. Das ist oldschool as fuck. Oder? Sicher auch so. Oh fuck, der Waller Wizard! Nicht der Waller Wizard! Stirb! Arschloch. Okay. Kein Waller Wizard hält uns auf. Ja, Leute, was kann ich euch noch so erzählen? Ich nehme wieder endlich mal in meinem Leben etwas auf Vorrat auf. In letzter Zeit habe ich echt nicht wirklich viel aufgenommen, weil ich hatte Arbeit und musste dafür auch noch ein bisschen was machen. Und ja, und dann war ich irgendwie um 19 Uhr zu Hause und da hat man nicht so viel Bock, muss ich zugeben. Also oft habe ich dann einfach trotzdem was gemacht, weil, ja, kann man machen. Hat er auch Bock. Aber ich hätte viel seltener Bock, als wenn ich jetzt zu Hause rumhängen würde. Macht ja irgendwo Sinn. Naja. Aber jetzt Wochenende, jetzt kann ich mir wieder richtig schön ein geiles Crash Bandicoot 3 gönnen. Oh, das ist lang her, seit ich das Spiel gespielt habe. Ist sehr lang her. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Vor allem die Steuerung fühlt sich so intuitiv an. Das ist super. Fein, Wolle Wizard. Wir wollen deine Wolle Wizardischen Aktivitäten nicht, untersuchen, ja? Arschloch. Checkpoint. Dun. Fuck auf die geilen Wumperfrichter. Okay. Das war knapp. Dun. Nee, die eine nehme ich mit. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Oh, guckt euch den Shit an. Schnell! Okay, nice. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendeine... Fuck! Ob wir irgendeine Kiste übersehen haben oder nicht. Ich glaube einfach mal nicht. Aber wir werden richtig zugeschissen mit dem geilen Wumperfrüchten. Was ganz cool ist, weil Leben könnte ich halt echt gebrauchen. Ernsthaft. Vor allem in späteren Levels, ja. Das Spiel ist nicht sonderlich lang, aber es wird gegen Ende etwas hart. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Fuck! Hauptsache wir machen die kaputt. Alles andere ist mir egal. Oh shit. Okay, ganz chill. Wenn wir hier verkacken, fallen wir wieder runter und ich glaube, wir können die Bonus-Stage dann nicht mehr machen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Oh, die sicken Tunes, Leute! Nein, fuck, ich hab was vergessen. Oh, ich hab verkackt, okay. Da unten, die Kiste habe ich nicht mitgenommen. Uncool. Sehr, sehr uncool. Naja, whatever. Nee, er ist aber voll doof. Kann ich nicht vielleicht... Nee, ich kann hier nicht zurück. Okay, scheiß drauf, Leute. Ist mir egal. Wie gesagt, das wird kein 100% Let's Play, ja? Also, please. Hauptsache, wir bekommen ein paar geile Leben. Wir haben ein bisschen Spaß. Wir kommen durchs Spiel. So muss das. Das ist mir wichtig im Leben des Minecrafters. Ach ja. Ich muss sagen, viele Leute sagen, Bruder. Nein, ernsthaft. Viele Leute sagen ja, Crash Bandicoot hat ja mit der PS2-Ära ziemlich verkackt. Weil es gab nicht so viele gute Spiele von Crash Bandicoot für die PS2. Ah, ich weiß nicht. Ich finde... Die eine Kiste hat mir gefehlt. Die eine Kiste im Bonuslevel. Ich heule. Egal. Auf jeden Fall. Fuck, wo war ich? Ja, die auf der PS2 gibt es nicht so viele gute Spiele von Crash Bandicoot, ne? Trotzdem hatte ich meinen Spaß mit
Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich meine, es hieß irgendwas mit C. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein Spiel, wo du halt Crash Bandicoot und Neogothic spielst, um gegen irgendwen zu kämpfen. Keine Ahnung, irgendwelche Aliens oder so eine Scheiße. Und ich muss sagen, daran hatte ich richtig Spaß. Das fand ich richtig cool. War auch für die PS2. Habe ich, meine ich, damals auch durchgespielt als Kind. Bin mir nicht sicher. Fuck! Ah, nein, nicht meine Hose! Haha, fick dich! Oh, das war's mit deinem Leben. Dun, dun, dun. Unser erster Tod als Crash. Eklig. Okay. Das ist eigentlich auch so ein perfektes Spiel, um es zu runnen, finde ich. Okay, warte mal, bis der fertig ist. So, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr zu schlitzen. Fick dich! Also, vielleicht, wenn man in diesem Spiel mal ein bisschen besser wäre, könnte man vielleicht sagen, okay, wir zocken jetzt wie, also bis jemand halt das erste Mal, in Ziel ist, Gothix besiegt hat. Spoiler, der Endboss ist Gothix. Und ja, das ist das erste unserer arabischen Level, oder orientalischen Level, keine Ahnung. Ich finde es sehr cool, bin großer Fan. Fick dich! Oh, shit! Nein! Der hat mich voll weggewollt, Wizard. Der Eklige. Dun. Immer dieser Gothix-Handlanger mit ihren scheiß Streberbrillen und so. Die sind so kacke. Ich meine, wer arbeitet bitte schon für Gothix? Minecraft. Ich bitte euch, Gothix! Shit! Ich sollte mich vielleicht etwas mehr konzentrieren. Ja, das ist die zweite Welt. Ich sollte hier noch nicht sterben. So. Okay. Ich weiß gar... Ja, wir können jetzt gleich meine Theorie mal ansehen, ob wir jetzt ins Bonuslevel kommen oder nicht. Weil eigentlich sollten wir jetzt nicht ins Bonuslevel können. Weil ich habe ja... Ich bin ja gestorben. Ja. Ach ja, Leute, heute ist ein recht ruhiger Tag. Ich bin erstmal aufgestanden, hab ein bisschen ein geiles Fire Emblem gespielt. War ein bisschen am Chillen. Oh fuck, ich muss schnell dahin gehen. Oh nein, 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 oh nein. Das war so knapp. Das war so scheiße knapp. Ja, hab halt heute ein bisschen gechillt. Dann hab ich losgelegt mit Determination. Crash Bandicoot Part 1. Jetzt mach ich direkt den zweiten Teil. Also, ich hab richtig Bock, Leute. Heute wird erstmal schön saftig aufgenommen. Fuck! Das ist gar nicht so einfach, wenn man dabei noch reden muss, um ehrlich zu sein. Das ist schon ziemlich sick. Eigentlich dachte ich, ich kann mich recht gut konzentrieren, während ich rede. Aber es scheint nicht so der Fall zu sein. Fucking Skorpion-Arschloch. Ich finde es auch schön, wie unsere Gegner einfach nur wegwirbeln, ja? Einfach so richtig locker easy. Okay, Leute, scheinbar kann man doch ins Bonuslevel, wenn man stirbt. Das ist gut zu wissen. Ich kann mich aber irgendwie ändern, dass... Jetzt neuer Remix von dem Lied. Oh, ist so badass. Fuck, da komme ich niemals hoch in meinem Leben. Oh, shit. Okay. Oh, nice. So geht's auch. Okay, wir wollen das TNT-Ding. Fuck! Okay, wir haben verkackt. Wir kommen nicht mehr da oben hin. Oder komme ich vielleicht irgendwie noch an die Kiste? Ja, aber an die da drüber nicht mehr. Kann ich nicht irgendwie... hier irgendwie die Schockwelle dazu verleiten, diese Kacke zu machen? Nee, ich glaube nicht. Ach, fuck! Schon wieder voll verkackt mit dem Bonus-Level. Das ist traurig, Leute. Das ist absolut traurig. Mann, ey. Naja, gönnen wir uns halt wenigstens die geilen Leben, die ich hier verschwendet habe. Kann man sich ja mal gönnen. Ach, Mann. Ich meine, wir bekommen später auch einen Doppelsprung. Bin mir diesbezüglich aber nicht ganz sicher. Wir werden es ja sehen. Wir werden es ja erleben, Leute. Wir werden es erleben. Vielleicht kann ich ihn mit den Wumperfrüchten abknallen. Nee, kann ich nicht. Uncool. Fick dich. Okay, den müssen wir nicht unbedingt töten. Okay, das Ding ist im Arsch, das auch. Die Nitro-Kiste packen wir mal lieber nicht an. Oh, fuck! Ah, lol, fick dich. So ein Ekliger. Okay, warte. Jetzt greifen wir ihn an.
Fick dich. Oh, shit. Oh, es hat mich nicht umgebracht, obwohl ich ihn berührt habe. Wow. Das ist erstaunlich für dieses Spiel. Dass das so vergebend ist. Okay. Hui. Ja, cool. Oh, shit. Stirb. Dun, 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 dun. Ich wette, mir fehlen jetzt gleich 2 Kisten. 100 pro. Nur 2 Kisten. Sonst nichts. Oh, doch ein paar mehr. Na gut, 3 Kisten. Okay, fuck it. Ach, Mann, Leute. Ach, Mann. Finde ich schade, dass wir das nicht alles zu bekommen haben. Aber naja, whatever. Man kann halt nicht alles haben. Es gibt einfach ein paar Sachen. Da kann man nur drüber lachen. Yay. Oh, das ist das erste Motorradlevel. Ich muss sagen, die Motorradlevel sind so scheiße hardcore in diesem Spiel. Die sind wirklich schwer. Vor allem, wenn du da noch alles bekommen willst. Das ist super krass. Wir müssen diese Ficker einfach überholen. Wir müssen einfach Erster werden. Der, Kristall, also der Hauptstory-Kristall ist einfach der Platz für den Ersten. Das ist ganz cool. Also, ich muss mir zuerst Erster werden. Ha, zuerst Erster werden. Lale. Okay. Dann gibt's die geilen Bullen. Hier jumpen wir mal drüber. Bam. Badass. Dun, dun. Ich würde sagen, aber ich finde die zwar ganz schön scheiße hart, diese Level. Aber ich finde die gleichzeitig super cool. So ein dreckiger Wichser. Ich hasse ihn. Wie kann es wagen, mich wegzudrängen, du Arschloch, Alter. Dafür überhole ich dich jetzt, du Schlampe. Okay, ich meine, ja, die sind ziemlich cool. My boy. Fuck, ich wollte das andere auch noch mischen. Oh nein! Okay, das war mein Fehler. Fuck, ich bin Dritter. Dritter ist nicht gut genug. Erstmal heulen. Hauptsache die fahren erstmal weit, denkt sich auch so, fuck this shit. Ach man. Na gut, tryen wir es again. Das erste Mal, dass wir aus deinem Level rausgekickt werden, das ist so traurig, Leute. Ich nehme jetzt einen traurigen Schluck von meinem Tee. Einen traurigen Schluck! Yeah. Oh, Power Start, nice. So, jetzt schreck ich euch auseinander, ihr Scumps. Die Kisten sind mir gar nicht mal so wichtig. Sondern einfach nur Erster zu werden. Wie gesagt, mit keinem Prozent Run habe ich ja schon 1000 Mal gesagt. Wie habe ich dieses Powerfeld bitte nicht bekommen? Das ist doch eigentlich gar nicht möglich, das nicht zu bekommen. Fick dich. Oh, okay. Ja. Ich meine, wenn ich kann, gönne ich mir die geilen Kisten, ne? So ist nicht. Die sind eigentlich alle scheiße langsam. Guckt die euch mal an, die Ekelhaften. Fick dich. Ja. Okay, alles cool. Bam, 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 bam. Bye, Scamp. Oh, shit. Fuck. Nein. Nein. Ach, bitte nicht. Ich muss Erster werden. Wow. Okay, dafür habe ich dieses Ding bekommen. Na, immerhin etwas. Immerhin etwas. Jetzt kann ich die Kisten wenigstens gekonnt ignorieren. Fuck, wir sind nur Zweiter geworden. Und die Level werden noch später viel schwerer. Das ist ja... Ich glaube, es gibt irgendwie 3 oder so von diesen Leveln. Von diesen geilen Motorradleveln. Habe ich Bock drauf. Ich finde die cool. Aber ist doch halt scheiße frustrierend, weil... Jetzt gerade sieht man noch eine Chance, dass man das noch gewinnen könnte, aber... Ja, anderen, das wird Hardcore, Leute. Das wird Hardcore. Da werden wir viel Zeit verbringen. Yeah, Power Start. Jetzt ranken wir die alle. Wir müssen einfach nur immer den kürzesten Weg nehmen, ja? Hier ist zum Beispiel ganz gut. Jetzt einfach geradeaus. Nicht lenken. Perfekt. Jetzt auch einfach geradeaus. Glaube ich sogar schneller, als wenn wir dieses Powerfeld nutzen. Ja, so ist gut. Hier entlang. Vielleicht nicht unbedingt springen, weil es kostet ja auch Zeit, ja? Wenn wir in der Luft sind. Fuck this shit. Wir dürfen mal einfach hier entlang. So. Wir können das tun. Oh, Sailor Moon. Jetzt machen wir einfach an den Ekligen vorbei. Ich hätte eigentlich schon mal gerne so ein Powerfeld. Das wäre schon... Wow, das wäre schon... Das wäre schon nice. Okay, hier vielleicht nicht ganz sterben. Hier entlang. Dann gewinnt hier das geile Powerfeld hier. Oh! Oh, noch eins! Oh, fuck! Komm schon! Nein! Ah! Oh Mann, das war ja noch knapper als gerade. Das ist eklig. Wir müssen halt alle Powerkristalle in jedem Level finden.
Sonst können wir den Boss nicht bekämpfen und wir kommen nicht weiter. Das heißt, wir müssen Erster werden. Das ist Pflicht! Das ist unsere deutsche Pflicht. Okay. Ich habe nie irgendetwas Böses gesagt. Legen wir einfach los. Wie schwer wird das schon sein? Wir schaffen das. Fuck, kein Powerstart. Okay, wir sind verloren. Nein, wir können es doch tun. Oh, Sailor Moon. Bam, bam. Das sind nur 6 Faggots vor uns. Die können wir wegranken. Bam, bam. Ich glaube, das Powerfeld zu nehmen wäre echt schneller. Bin mir aber nicht sicher. Egal, wir fahren einfach über den scheiß kürzesten Weg. Da kann ich nichts. Wir fahren einfach hier dran vorbei. Ist mir egal. Bam, bam. Ja, okay. Komm schon. Nur noch 3 vor mir. I can do it. Alter, die Mucke, ne? Nein! Okay, jetzt haben wir verkackt. Ich wollte, ja, daran vorbei. Hat nicht so gut funktioniert. Jetzt haben wir verkackt. Jetzt ist vorbei. Ich frage mich, ob... Nee, okay. Es gibt hier irgendwie ein Secret, dass man durch irgendwas im Hintergrund fahren kann. Ich glaube, ich dachte, das könnte vielleicht das hier gewesen sein, aber... Nope! Oh, Mann! Ich frage mich, ob ich Erster werde. Kann ich eigentlich direkt restarten? Nee, aber ich kann direkt zum Warp Room. Okay, ist mir auch egal. Wir werden eh rausgekickt, deshalb... Können wir uns das mal gönnen, erstmal zurück zum Warp Room zu gehen. Komm schon, das muss doch irgendwann mal funktionieren. Ach ja, Leute, wie war euer Tag bis jetzt so? Ich nehme noch ein bisschen geiles Crash Bandicoot auf und vielleicht noch ein bisschen Final Fantasy 8, darauf habe ich nämlich auch Bock. Oder ja, und sonst hänge ich mit den coolen Häusern ein bisschen rum. Zocken ein bisschen Pokémon mit ihm und Stuff. Das wird ganz nett. Ich habe schon wieder das Powerfeld übersehen. Nice! Okay, aber wir können es tun. Wir können es tun. Der ist immer nur so eklig knapp, ne? Dann. Okay. Holy shit, was war das für ein Geräusch? Hier ist Wusch. Schlägt jemand nach mir? Ah! Alter, die sind so eklig, ja? Kann ich mal bitte gewinnen? Okay, nur noch der Skamp, nur noch der Skamp. Wir können es tun. Oh, shit. Oh, nein. Oh, ja. Au. Oh. Bye, boy. Bye. Nice. Darf ich mal anmerken, dass ich das Outfit von Crash auch super episch finde? Das ist einfach super cool. Super episch und super cool. Ja, ja. Yay. Ha. Dicker Shit. Okay, machen wir weiter. Ich mach die Level einfach so durch in der Reihe. Man kann auch einfach irgendwelche willkürlichen Level erstmal machen. Hallo Leute, Dingo Dial mein Name. Ich soll Uka Uka und Cortex, die Kristalle der Eiszeiten, bringen. Also, her damit und verzieht euch, oder ich mach euch alle. Hat der Typ gerade ernsthaft den schlechtesten Synchronsprecher bekommen der Welt? Hallo Leute, ich bin Dingo Dial. Fick dich, Dingo Dial. Gott. Oh, unser erstes Pyramidenlevel. Die sind auch super cool. Die sind voller Pfeilen und sicken Shit. Ich hab Bock. Bam, badadan, badadan. Das erste ist, glaube ich, noch sehr einfach. Aber die anderen, die darauf, das wird hardcore, Leute. Vor allem haben wir noch diesen Scheiß hier. Da gibt es noch den Kram. Oh, shit. Okay. Badam, badadadam. Das ist, glaube ich, einfach nur Öl. Aber das ist trotzdem richtig eklig. Badam, badadam. Weil man fliegt dann auch immer so komisch, wenn man da drüber springt. Checkpoint. Yay, das war ja easy. Easy, Leute, easy. Wir dürfen, glaube ich, einfach nicht auf die... auf die Skaraborn-Dinger-Platten gehen dort. Aber erstmal gönnen wir uns ein geiles Bonus-Level. Wieder mit einem neuen Remix. Weil es eine neue Levelart ist. Ist das fresh oder ist das fresh? Okay, bye. So, okay. Zack. 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 Oh, Moment mal. Ah, fuck. Jetzt komme ich da oben nicht hin. Scheiße. Egal. Das passiert. Wann haben wir nochmal zuletzt im Level alle Kisten geholt? Ach ja, im ersten.
Naja, whatever. Wenigstens ein geiles Leben bekommen. Das ist doch viel wert. Bam, bam, badam, bam, 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 bam. Bam, badam, bam, 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 bam. Ich glaube, hier ist noch irgendwas versteckt, aber ich bin mir nicht sicher. Lassen wir das lieber. Leck mich, du Scheißaffe aus der Hölle! Jetzt stirb! Stirb! Oh, wieso geht das nicht? Naja, okay, egal. Guckt euch dieses Arschloch an! Oh, fick dich! Fick dich selbst! Du bist scheiße. Hauptsache wieder die geile, nerdige Brille. Das ist der Swag, Leute. Das ist einfach der Swag. Oh, da! Ich glaube, wir wollen nicht ins Licht. Naja, okay, whatever. Alter, was ist los mit den Leuten? Stirb! Wieso will Gortix doch mal die Welt erobern? Einfach nur, um sie zu erobert zu haben? Oder was war der Grund? Ach, was weiß ich. Oh, hier gibt's zwei Wege, das ist eklig. Wir gehen mal erstmal da lang. Wir bekommen eh nicht mehr alle Kisten, deshalb ist es eigentlich egal. Ich gehe einfach hier lang. So, so, bam. Nice. Oh, ich freue mich schon auf die anderen Pyramiden-Level. Die sind nämlich ziemlich hardcore. Das hier geht ja noch voll klar. Oh, fuck. Okay, whatever. Alles cool. Da ist noch ein geiler Checkpoint für uns. Nice. Okay. Bam, bam, badam, bam, bam, bam. Auf die Kiste da oben scheiße ich einfach mal. Hauptsache, wir werden von diesem Bad Boy nicht zerquetscht. Fick dich. Oh, shit. Leck mich! Okay. Die Schlange ist süß. Was hier links? Weiß ich nicht, ist mir egal. Wir gehen einfach weiter. Okay, bewegende Plattform, eklig. I can do it. Yeah! Und das war's auch schon mit dem Level. Ah, das war gar nicht so lang, leider. Ich find's ziemlich cool. Leute, wir rennen ja richtig durch das Spiel. Vielleicht mache ich ja noch 100%. Vielleicht aber auch nicht. Yeah! Ach so, das war schon dieses Level. Okay, dann haben wir hier noch ein geiles Coco-Level. Hab ich Bock drauf. Midnight Run! Der geile Midnight Run. Ich hab Bock. Wie langsam die aber ist, ja? Die rennt ja auch nicht, die geht einfach nur. Coco, please! Oh Gott, nein! Ich hab meine Kopfhörer fast weggeklatscht. Nein, wir wollen unten lang. Fuck, ich hab nicht alle bekommen. Egal, fuck it. Ist nicht so schlimm. Schlimm, schlimm, fuck. Wir kriegen uns einen geilen Checkpoint. Alles fresh, alles cool. Zack. Huah. Huah. Okay, ein geiles Leben können wir auch gebrauchen. Ah. So, mal sehen hier. Oh, ja, lecker. Oh, leider habe ich nur ein Leben bekommen. Aber egal, besser als kein Leben. Please. Die Musik ist so chill, während alles versucht uns umzubringen. Das ist sehr nett. Oh mein Gott! Leben! Okay, alles cool. Nein, ich wollte nicht. Oh fuck! Ich wollte eigentlich unten lang, aber ist okay. Danke, Spiel, danke. Ich existiere noch. Sind wir überhaupt einmal in diesem Leben, in diesem Level schon gestorben? Bin ich der beste Crash Bandicoot-Spieler von allen? What's up? So richtig eklig werden. Wow, holy shit! Das war knapp! Kann ich diesen Jump überhaupt verkacken? Naja, whatever. Ja, süßes kleines Tigerlein. Okay. Das war's auch mit diesem Level. Alter, durch diese Welt rennen wir nur so richtig heftig durch. Easy. So easy das Spiel. Gut, gucken wir mal, ob wir vorhin Dingodein nicht verkranken können. Den Scump. Irgendwelche Kristalle aus dem Gletscher, hat der eklig gesagt.
Na, dann wollen wir mal sehen. Okay, jetzt reicht's aber. Die Kristalle sind mein. Okay, jetzt reicht's aber. Die Kristalle sind mein. Alter. Naja, ich wäre wahrscheinlich kein besserer Synchronsprecher. Komm, ah ja, wolltest du gerade... Ich werde euch rösten. Fick dich, du wolltest gerade einen Pinguin töten, du Arschloch. Guck mal, wie cute das Vieh ist. Was bist du für ein Ficker? Ich hasse dich. Oh, fuck. Ah! Wieso passiert das immer bei den Bosskämpfen, dass ich panisch wegrennen muss? Oh, die Musik ist aber ziemlich cool. Ja, zerstör deine Scheiße, du Ficker. Oh, fuck. Das war's damit mir. Alter, wie eklige Updates, wenn er uns umbringt. Leck mich, Dingo Dial. Oh, fuck. Ah. Okay, alles cool. Hey, mach du deinen Scheiß, du Pisser. Ich bin hier. Hey! Ah! Oh Gott! Hier drüben! Hier! So ein Dummkopf. Guckt ihn euch an. Jetzt hab ich dich. Oh fuck, nein, hab ich dich. Ah! Leck mich! Oh shit! Oh shit! Woo! Das war knapp. Ah! Ich muss sagen, der Kampf ist aber richtig cool, finde ich. Woo! Ah! Jetzt schießt dein Scheiß, du Scum. Holy shit. Wer bin ich? Ey! Wie er mich tricksen will, weil er dachte, ich renne weiter, ne? So ein ekliger. Fick dich! Oh shit, oh shit, ich muss hier weg. Ah! Ich muss sagen, ich mag das Konzept dieses Kampfes. Hau ihn aufs Maul und dann rennen vor ihm weg, bevor er explodiert. Ich finde das cool. Oh shit! Ah! Hilfe! Mine Kraft! Helf mir! Ey, mach deinen Scheiß, du Scump! Hat er jetzt irgendwie noch eine Schicht oder irre ich mich? Oh Gott! Ah! Fick dich! Oh nein! Ah! Ich komm hier nicht weg! Okay, alles klar. Ohne Maske, weggereckt. Du hast mich erledigt, Kunde. Bist aber scheiße. Steht dir viel Schlimmeres bevor. Viel Schlimmeres steht auch bevor. Doppelsprung, nice. Genau die Scheiße, die ich brauche. Und der Pinguin macht ihn jetzt fertig. Das ist gerecht, Leute. Das ist Gerechtigkeit. Das ist Justice. Ja. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das war's für heute von Crash Bandicoot 3. Im nächsten Part machen wir dann mit der anderen Welt weiter. Wir haben nur noch zwei Welten vor uns und dann ist das Spiel auch schon vorbei. Sick shit, wir haben fast die Hälfte erreicht. Ist das zu glauben? Naja, Leute, bis dann. Ciao.